Hallo ihr Lieben, willkommen zu einem neuen Video. Ich habe bei Makeup Revolution bestellt und ich wollte euch mal zeigen, was. Ich habe 3 Paletten bestellt und die Fast Love gab es umsonst dazu. Ich habe die jetzt alle schon die Tage benutzt. Ich muss sagen, eine große Enttäuschung ist leider dabei. Und zwar ist es die Mermaids Forever Palette. Sie sah so unfassbar schön aus. Ich zeige sie euch natürlich gleich alle auch mit Swatches. Aber die Pigmentierung einiger Farben ist wirklich super schlecht. Also wirklich richtig schlecht. Ich bin da rein. Ich zeig's euch einfach mal. Wir fangen einfach mal mit der Mermaids Forever Palette an, damit wir die abgehakt haben. Die kommen in so einem Dings. Hinten steht dann der Palettenname drauf. Und die hat auch Farbbezeichnungen. Das Ding ist natürlich jetzt falsch rum drin, manchmal richtig rum. So, das ist die Palette, das sind die Farben. Ich habe die im Internet gesehen und habe gedacht, oh mein Gott, die ist so schön. Ich möchte sie unbedingt haben. Und ich habe mich dann geschminkt damit und zum Teil ist das wirklich, es ist richtig schlecht. Also, ihr könnt vielleicht sehen, dass ich versucht habe, diesen Ton aufzutragen. Einmal. Und ja, ihr seht, da ist schon eine richtige Kuhle drin und farbabgabemäßig war da wirklich nicht viel zu holen. Wir werden jetzt die Farben einfach mal durchgehen. Ich würde sagen, wir machen Reihe für Reihe. Ich werde euch die Namen dazu sagen und viel Spaß dabei. So, die erste Reihe. Forever. Seashell. Enchanted. Und Future. Da muss ich sagen, ist die Pigmentierung eigentlich gar nicht schlecht, aber die hellen Farben, ich weiß halt nicht, ob ich die wirklich verwenden werde, ehrlich gesagt, weil das sieht dann irgendwie immer ein bisschen komisch aus. Die zweite Reihe. Bay, Creature, Starfish und Area. Ja, beachte bitte nicht meinen Mittelfinger. Ich hatte da eine Blase vom Anspitzen und das sieht nicht so schön aus. Vielleicht nehme ich mir eine andere Hand. Die gehen auch. Myth. Magic. Pretty. Und Pink Sea. Die beiden finde ich super. Jetzt kommen wir zu der Reihe, wo leider einige Farben eine große Enttäuschung sind. Wir haben hier Song. Song ist eine interessante Farbe. Ich weiß nur noch nicht genau, wie die sich mit meinem Hautton verträgt. Dann Urchin oder sowas. Oder Urchin. Urchin. Ich weiß es nicht. Ihr seht. Dann Princess. Ja. Und dann ganz schlimm Ocean. Und Ocean ist eben der hier unten, den ich euch vorhin schon gezeigt habe, wo man eigentlich denkt, oh mein Gott, die Farbe ist so schön. Und ich wollte eben diese 3 zusammentragen und ja, es ist traurig. Es ist wirklich traurig. Vor allem, weil Makeup Revolution normal so gut ist. Also, ich bin das überhaupt nicht gewöhnt, dass die Pigmentierung so schlecht ist. Mermaids. Sea. Waves. Und Splash. Splash ist leider auch überhaupt nicht gut pigmentiert. Die Farbe ist der Hammer, aber ja, die 3 finde ich eigentlich, oh Gott. Die 3 finde ich eigentlich gar nicht schlecht. Halt Blautöne. Ich stehe ja auch auf Blau auf den Nägeln und auch auf den Augen. Und ja, ich weiß, das kann ganz schnell ganz blöd aussehen, aber es kann auch unheimlich toll aussehen. Fishtail. Land. Turtle. Und Undersea. Ich will nicht sagen, dass die ganze Palette für den Popo ist. Aber wirklich, einige Farben haben mich so enttäuscht. Und es gibt eben diese ganz vielen hellen am Anfang, die ich euch gezeigt habe, hier auf dieser Seite. Die werde ich halt nicht benutzen. Die sind aber gut pigmentiert. Die sind ja total grottig. Der ist auch, naja. Wisst ihr, was ich meine? Also das hat mich wirklich gestört, weil diese Lila-Töne finde ich eigentlich total schön. So, weiter geht's. Treasure. Kingdom, Mineral und Seabed.
Also ich swatch die ja immer alle einfach nur einmal so rein und ohne Base, damit ihr Bescheid wisst. Aber auch mit Base hat sich mit den Lidschatten, die besagten Lidschatten, leider nichts geändert. So, dann kommen wir auch schon zur letzten Reihe. Imagine, Harmony, Prince und Whale. Das ist eine interessante Farbe. Ich gehe da mal nochmal rein. Das ist eigentlich, hier sieht das nur so grau aus, aber es hat irgendwie so ein bisschen Duochrome-Effekt. Ja, das war die letzte Reihe. Das ist die Mermaids Forever Palette. Dann habe ich mir noch die Affirmation Palette geholt. Es sind Brauntöne. Ja, im Nachhinein denke ich mir auch, die hätte nicht unbedingt sein müssen, aber die Farben sind einfach wunderschön. Die sieht genauso wie die Mermaids Forever Palette aus. Hinten steht eben dann der Name. Die hat auch Farbbezeichnungen. Das liebe ich ja. Also Farbbezeichnungen sind irgendwie immer toll. Auch für meine Swatches, ne? Dann könnt ihr genau sehen, was ich verwendet habe. Also, so sieht die aus. Und dann machen wir doch das gleiche hier auch wieder, Reihe für Reihe. Das sind alles sehr neutrale Farben. Das ist Pledge, Positive, Wow und Announce, Forward, Vouch, Reveal und Convey, weiß ich nicht. Auch wieder sehr helle Farben. Ich glaube, da werde ich vielleicht mal die eine oder andere für so in der Mitte vom Auge verwenden, aber so im Großen und Ganzen sind das nicht die Farben aus der Palette, die ich wahrscheinlich oft benutzen werde. So, Affirmation, Accept, Oath und Assure. Das sind wirklich tolle Farben. Das Tolle ist eben auch, dass es matte und schimmernde Farben gibt und ich muss ehrlich sagen, mittlerweile mag ich matte Farben auch ganz gerne. Ich war eine Zeit lang wirklich nur am Schimmern. Aber ja, ist auch mal schön. Moral. Time. Rely. Und Disclose. Approve ist leider kaum sichtbar hier auf meinem Finger. Reliance. Super Farbe. Consent. Und State. State ist auch toll, oder? Wisst ihr, das habe ich erwartet bei allen Farben bei der Mermaids Forever Palette. Den war leider nicht so. Hope sieht man leider auch nicht so gut. Confidence. Willing. Und Insist. Irgendwie sehen die sehr ähnlich aus wie die, die ich gerade eben gezeigt habe, ne? Ich musste gerade gucken, ob ich in der richtigen Reihe war. Weiter geht's mit Advance, Blaze, Vouch und Bold. Und dann kommen wir auch schon zur letzten Reihe. Truth, Light, Promise und Declare. Ja, das sind die Farben. Ich zeige sie euch nochmal. Also da bin ich wirklich zufrieden mit. Ich glaube, dass die auch sehr neu ist, die Affirmation Palette, wenn ich mich jetzt nicht total irre. Relativ neu auf jeden Fall. Und die nächste, die ich noch bestellt habe, ist auch sehr neu. Ich glaube aber, die zeige ich euch als letztes, weil sie die tollste ist. Das ist die Neutrals vs. Neutrals Palette. Die hatten einen Deal, und zwar, wenn man 15 Pfund, für 15 Pfund bestellt hat, hat man die Fast Love Palette umsonst bekommen. Von der Aufmachung, gut, darüber lässt sich jetzt streiten, finde ich jetzt nicht so schön. Da sind 32 Lidschatten drin. Ich glaube auch nicht, dass ich sie mir so bestellt hätte, aber ich muss sagen, ich bin wirklich verliebt in die Palette. Ich mache sie mal auf. Wie gesagt, die habe ich eben jetzt umsonst dazu bekommen. Die sieht so aus. Ist natürlich schon ein bisschen angedatscht, ne? Die hat keine Farbbezeichnungen. Sieht so aus. Und hatte hier eigentlich noch so ein Pinselchen drin. Das habe ich aber schon rausgenommen. Ich werde jetzt einfach mal so swatchen, weil die haben keine Farbbezeichnungen. So, von den oberen, das sind matte Töne.
Die beiden sind dann schon aus den kleinen. Die sind dann schimmernd. Auch nicht alle, aber viele davon. Und Leute, also ich bitte euch, die Pigmentierung ist der Oberwahnsinn, wirklich. Ich bin absolut begeistert. Schade, wie gesagt, dass sie keine Farbbezeichnung haben, aber macht nichts. Gebt euch mal die Farbe. Hammer, oder? Ist so ein richtig schönes Silber. Kann man vielleicht mal an Weihnachten oder Silvester oder so gut tragen. Sonst ist mir das, glaube ich, ein bisschen zu hell. Wirklich, die sind buttrig weich und die sind so schön. Ich meine, guckt euch doch mal die Intensität an und den Schimmer und ach, Wahnsinn. Auch diese Farbe, der Hammer. Wirklich, ich bin absolut begeistert von dieser, wow, jetzt wäre sie mir fast runtergefallen, von dieser Palette. Da kann ich mich absolut nicht beschweren und ich habe die umsonst dazu bekommen. Das muss man sich mal vorstellen, ne? Die nächste Reihe. Mein Abschminktuch sieht schon wundervoll aus. Und die letzten beiden noch. Nee, die letzten drei noch. Das sind die hier. Ja, das ist die Fast Love Palette. Ich weiß gar nicht, ob dieser Deal immer noch am Start ist. Falls nicht, schaut sie euch auf jeden Fall nochmal genauer an, weil wirklich, wirklich toll. So, und dann kommen wir zur letzten Palette. Das ist, wie gesagt, die Neutrals vs. Neutrals Palette. Und die sieht auch anders aus. Und zwar finde ich die besonders schick. Die ist vorne nämlich matt. Und hinten ist die dann glänzend. Und vorne matt. Ja, super schick sieht sie auf jeden Fall aus. Die hat auch Farbbezeichnung. Und ich habe sie auch heute auf den Augen. Ich kann euch das vielleicht mal näher zeigen. Also... toll, toll, große Liebe. So sieht sie aus mit Farbbezeichnungen. Und so ohne. Wunderschöne Farben. Und da werde ich natürlich jetzt auch noch Swatches von zeigen. Bias oder BS, ich weiß nicht genau. Neutral. Personal. Und Vogue. Vogue ist auch toll. Dann Trend. Ist so ein tolles Orangebraun. Neutral. Tone. Und Custom. Weiter geht's mit der zweiten Reihe. Da haben wir Cool. Style. Richtig im Glitzern. Partial. Und der letzte ist Mode. Und die sind richtig am Schimmern, die drei in der Mitte. Oh Gott, das Koordinieren mit den Fingern muss ich auch noch üben, ne? Dann kommen wir zu den letzten vier Farben. Adapt, Buff, Suit und Strong. Und Strong ist der Hammer. Guckt euch diese Farbe an. Ja, das war die Palette. Ich zeige sie euch nochmal. Also die kann ich euch wirklich nur empfehlen. Hammerfarben. Ich stehe ja sowieso ein bisschen auf diese rot-orange auf den Augen und dazu eben noch Strong, weil Strong so toll ist. Also absolute Empfehlung. Vielleicht schaut ihr euch die ja mal an. Ich werde euch mal den Link zur Make-up Revolution Seite unten in die Infobox setzen. Ich habe direkt bei Make-up Revolution bestellt. Die werden ja auch bei Cosmetic for Less angeboten, zumindest ein paar Sachen. Ich glaube, die gibt es jetzt da zum Beispiel noch nicht. Und ja, vielleicht die Dacia. Naja. Aber ich habe, wie gesagt, genau bei Make-up Revolution direkt bestellt und ich hatte auch gar keine Probleme damit. Man hört ja ab und zu mal, dass es da Probleme gibt. Ich hatte zum Glück bisher noch keine Probleme. Alles ist heil angekommen, es war super verpackt und ich bin sehr zufrieden mit den Paletten, bis auf die Mermaids Forever. Da sind eben ein paar Farben dabei, wie gesagt, die nicht so der Burner sind, aber ansonsten macht man da eigentlich nichts falsch. Wie viel hat das alles gekostet? Och Gott, ich werde das recherchieren und ich hoffe, es hat alles irgendwo seinen Platz gefunden im Bild, dass ihr wisst, wie viel die Paletten kosten. Wenn nicht, müsstet ihr vielleicht nochmal auf der Seite einfach gucken, aber ich glaube, ich kriege das hin.
Und ich sage euch vielen Dank fürs Zugucken. Vielleicht bestellt ihr ja auch bald noch bei Make-up Revolution. Dreht nicht so durch wie ich. Ich brauche jetzt erstmal keine Paletten mehr. Und ich würde sagen, wir hören, sprechen, schreiben uns bald wieder. Und bis dann. Tschüss.